Anal telemedial wirkt bewusstseinserweiternd und kann ohne Vorwarnung plötzliche Veränderungen in Ihrem Leben hervorrufen. Dafür übernehmen wir keine Haftung. Zuschauer von Kanal Telemedial sind dafür selber verantwortlich.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Angela Ellen-Unger und ich darf Sie ganz herzlich bei mir heute in der Sendung wieder begrüßen. Ich wünsche Ihnen ein unterhaltsames Programm. Gönnen Sie sich und genießen Sie das Programm. Gönnen Sie sich aber auch, uns einen kleinen Energieausgleich zu leisten, denn es kostet viel Zeit und es kostet noch mehr Arbeit und noch mehr Geld, so eine Sendung, so eine geniale Sendung für Sie zu gestalten. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und begrüßen Sie mit mir jetzt Königliche Hoheit Thomas Gehornauer. Herzlich willkommen. Hallo, Angela Ellen. Bei mir in der Sendung. Na, herzlich willkommen in meinem Studio. Ja, lieber Thomas. Mein, deins, unser. Meins, deins, Unger. Ja, du bist ja quasi zu mir in die Sendung hereingeflogen. Ja, volle Kanne. Ich freue mich ganz sehr, dass du so topfrisch bist. Ich danke dir, dass du weißt, dass Red Bull und so knackig, Flügel verleiht. Extra, und weil du gedacht hast, ich bin gejetlaggt, hast du mir die große Dose mitgebracht. Red Bull für dich. Ich liebe es. Hergestellt, damit du, ja, weiterhin deine Flügel schwingen kannst. Dankeschön. Und sag doch mal, Thomas, wo warst du denn gewesen? Wo ich herkomme? Ja. Also, ich blödel jetzt nicht rum, sondern sag gleich, ich war natürlich in Paradise Valley, in Thailand. Paradise Valley. Ist das so eine Enklave von dir, Paradise Valley? Oder ist es ein Wohnsitz, Regierungssitz, Stadtsitz, Königssitz, spirituelles Zentrum? Klär uns doch bitte mal ein bisschen auf. Ja, also es fängt eigentlich an, wie es die Bienen tun, ne? Wie man so schön sagt. Ne? Und so sieht es auch im neuen Bewusstsein aus. Bienenvölker vermehren sich, indem sich die Königinnen teilen. Und dasselbe passiert auch im neuen Bewusstsein. Und viele wissen natürlich schon, dass es Paradise Valley gibt, dass da viel passiert. Aber letztendlich ist Paradise Valley die parallele physische Entwicklung zu Kanal Telemedial und dem daraus entstandenen heiligen deutschen Königreich, was sich dann sozusagen unter dem vereinigten heiligen deutschen Königreich, was dort an erarbeitetem spirituellen neuem Bewusstsein schon in die Erde kommt, oder es kommt eigentlich aus dieser Erde und hier im Kanal Telemedial bringen wir das Ganze im Internet, in die Social Networks. Also Paradise Valley ist ein Weiterbildungszentrum. Mhm. Es ist ein Treffpunkt für Meister, die sich dort untereinander austauschen. Und speziell ist aber Paradise Valley der buddhistische, ein buddhistischer Kraftort für Europa. Mhm. Also sozusagen aus Paradise Valley wird das buddhistische Know-how nach Europa transformiert, transportiert durch mich. Also vom Paradise Valley wird das ganze Zeug rübergeschifft und für die Bürger in der westlichen Welt mundgerecht gemacht, denn der Buddhismus, wie er in Asien gelebt wird, den verkraftet der Europäer nicht so ganz. Und der braucht ihn auch nicht so,
wie in der Asiate benötigt. Also der Buddhismus und sein Wissen, speziell die beiden Kernelemente Sati und Samadhi, das heißt Bewusstsein, Achtsamkeit, mhm. Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung, Achtsamkeitstraining und die Konzentration Samadhi, sind zwei Grundelemente, die zu jeder Meditation gehören und ist kein Exklusivgut des Buddhismus. Das habe ich von Anfang an als Element in die telemediale Lebensschule mit aufgenommen. Und wie kam es denn dann zu der Verbindung Buddhismus, Christ-Buddhismus? Wie wurde das in der letzten Zeit akut oder integriert, oder wie kam es zustande, diese Verschmelzung dieser beiden? Der Christ-Buddhismus ist schon mehrere hundert Jahre alt. Er lebt überall, wo Christen und Buddhisten ein Kind gezeugt haben. Dann leben ja beide Religionen. Der Begriff Christ-Buddhismus, ihn absolut zu prägen, das habe mal wieder ich gewagt. Das hat niemand benannt bisher. Es gibt den Hindu-Buddhismus. Da bist du der Wortschöpfer. Vielleicht bin ich der Wortschöpfer. Aber ich bin nicht nur der Wortschöpfer, denn wir haben im internationalen Chanting-Kongress in Indien, wo die großen Meister der 10 buddhistischen Länder Asiens sich jährlich treffen, dort haben wir mit einem der thailändischen Meister, der für Indien sozusagen die Auslandsarbeit macht, so wie ich für Deutschland die Auslandsarbeit in Thailand mache und für Thailand die Auslandsarbeit in Deutschland. Mit dem haben wir an der Stelle, wo auch der Hindu-Buddhismus seine Urwurzeln gefunden hat, in der Nähe von Buddha Gaya, dort haben wir über eine Zeremonie offiziell den Christ-Buddhismus begründet, und er wurde stellvertretend auch von diesem Mönch gesegnet. Und wer war dieser Mönch? Er nennt sich international in seiner Arbeit Big Baba. Ne? Big Baba, den thailändischen Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, aber in Indien rufen ihn alle Big Baba. Er hat zum Beispiel zum Black Buddha die Straße hingebaut. Also er bekommt von seinem Meister, welches wiederum einer der höchsten Mönche in Thailand ist, die Spendengelder. Und mit den Spendengeldern wird dann, da fehlt das Geld in Indien, die heiligen buddhistischen Stätten gepflegt. Also die Behörden sind da sehr schüchtern und haben da eigentlich keine Veränderungen erlaubt, weil die da sehr ängstlich sind. Und Big Baba konnte dort das Vertrauen der Behörde erwerben. Und ihm ist es dann gelungen, unterschiedliche Orte dort, auch wo der letzte Buddha, der Prinz Siddhartha, eben sein erstes Bad nach der Erleuchtung genommen hat, in dem Park oder in dem, was sein Vater ihm zugewiesen hat, damalige König. Und auch diese heilige Stätte hat er sehr viel Geld gegeben, dass die wieder schön saniert werden konnte. Und es ist ein großer Sieg für ihn, dass er das Vertrauen von den Behörden dort bekommen hat. Und mit ihm haben wir dann eben an dieser anderen Stelle, als die reiche Frau, die die letzten Abende oder die letzten Tage dem Buddha das Mahl gebracht hat, bevor er erleuchtet wurde, an dieser heiligen Stätte. Dort ist über diesen heiligen buddhistischen Ort ein hinduistischer Tempel gebaut worden. Und als damals dann die Moslems über Indien reingefallen sind, haben die alle buddhistischen Tempel kaputt gemacht. Aber diese heilige Stätte wurde von diesem Überfall verschont, weil sie eben ein Hindu-Tempel war. Und da haben dann die Buddhisten auch gesagt, aha, für uns ist auch der Hinduismus gut, und haben mit dem Hinduismus auf dieser Ebene Frieden geschlossen. Und danke,
zu sagen, dass da diese heilige Stätte nicht zerstört und geschändet wurde und ein hinduistischer Tempel die heilige Stätte Buddhas geschützt hat. Und wer sich ein bisschen in der spirituellen Welt auskennt, der weiß, dass also in Indonesien, auf Bali, viel Hindu-Buddhismus lebt, auch viel spirituelle Toleranz. Es gibt dort ein Gebiet, eine kleine Fläche, wo die vier Religionen auf einer Fläche direkt nebeneinander sind, also der Hindu, der Buddhismus, das Christliche und das Muslimische. Direkt nebeneinander alle vier Kirchen gibt es auf Bali. Und in Bali lebt eben der Hindu-Buddhismus. Und das Besondere war, dass wir dann, die Maniwan und ich, den Christ-Buddhismus dann dort begründet haben. Die Maniwan, die selber natürlich buddhistische Thailänderin ist, der ihr Vater und Mönch vom Dorf, sehr gute Freunde von mir. Und die Maniwan ja auch einen deutsch-thailändisch-christ-buddhistischen Sohn hat. Ne? Ja, wenn du schon solche tollen Wortschöpfungen machst, ja, wie sieht denn das bei dir aus? Bist du, hast du christliche Wurzeln? Ja, also ich bin stark christlich domestiziert und konditioniert. Ne? Mhm. Mir wurde eingebläut, dass ich an die Kirche glauben soll und so. Protestantisch? Obwohl die Pfarrer, die mich da protestantisch oder geprägt haben. Protestantisch, evangelisch, ne? Also die waren, finde ich, alle okay. Ne? Ja, schon. Ja, und was bringst du davon mit ein? Was gibst du da in diesen Christ-Buddhismus mit ein, wenn du sagst, du hast schon vom Elternhaus vielleicht diese protestantischen Wurzeln? Also, ich begründe da nichts, dass da jetzt etwas Neues entsteht, sondern ich habe nur etwas, einen Namen gegeben, was es gibt. Mhm. Und da habe ich bisher drei für mein Feld betreffende Gruppen ausgemacht. Die erste Gruppe, also speziell jetzt in Thailand für Paradise Valley, sind die christ-buddhistischen Beziehungen. Was das Interessante ist, das Muslimische steht ein bisschen in Thailand im Konflikt mit der Regierung oder mit dem König. Ich möchte mich jetzt da nicht detailliert dazu äußern. Aber es ist eindeutig zu erkennen, dass die Christen wie die Buddhisten den thailändischen König lieben, ihn achten und sich da einig sind. Also die Religionen stellen sich da unter den König und sind sich dort einig. Und das ist in Thailand zu bemerken. Und eben für die thailändischen Christ-Buddhisten ist Paradise Valley im Platz. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, das ist die, die am meisten auffällt. Wir haben 1 Million Thailänder in Deutschland mit Partner, deutschen Partner 2 Millionen, eventuell ein paar Kinder dabei. 2,5 Millionen, ich schätze mal, wir haben mindestens 2 Millionen Deutsche noch in Thailand, mit Partner 5 Millionen noch, haben wir schon 9 Millionen, wenn wir dann den Kreis noch größer ziehen, dass nicht nur Deutsche in Thailand leben, sondern Schweden, Österreicher, Holländer, Schweizer, ne, die christlich geprägt sind, schätze ich den Christ-Buddhismus, der aus den rein deutsch, oder sagen wir erstmal noch, deutsch-thailändischen schätze ich auf ungefähr 10 Millionen Menschen und den europäischen thailändischen sogar auf ungefähr 30 Millionen Menschen, der einfach nur keine Heimat hat, aber da ist. Das ist ein über uns schwebendes Sozialphänomen, das niemand entdeckt und bemerkt hat und niemand gehandelt hat. Und die dritte Gruppe, die treffe ich auf dem Rainbow Spirit Festival, das sind deutsche ordentliche Unternehmer, die auf ihre Produkte achten. Das sind Menschen, die spirituelle Wissensvorträge machen, die sich mit Kunst befassen. Da stellt man fest, dass die alle auch als Christen Jesus im Herzen tragen, aber einen großen Aber bis Ekel zu der klassischen Kirche hier zeigen. Und auch Vertreter der katholischen Kirche oder der evangelische habe ich nicht auf der Rainbow Spirit
festgestellt. Aber dafür hat man große Meister aus aller Welt dort angetroffen. Und dort musste ich feststellen in den Gesprächen, dass die Leute sagen, ja, in meinem Herz lebt Jesus, aber ich folge der Lehre Buddhas. Aber sie wissen natürlich noch nicht genau, was es bedeutet, aber sie sagen, die Religion Buddha, die ist friedlich und das Meditieren und alles, das schmeckt mir. Und eben dieser Gruppe Klarheit zu geben, was es bedeutet, der Buddhismus, diese Sache, Verständnis über den Buddhismus aus Thailand nach Deutschland, Europa zu exportieren, ist ein neues telemediales Produkt. Und das wissen wenige, aber der Rama V, also der fünfte König, der hat in Thailand die Eisenbahn, das Schulsystem, Sozialsysteme eingeführt und ist mit der beliebteste König neben dem aktuellen König. Jetzt reicht's aber hier. Ja, mach doch die Tür zu, bitte. Das hilft vielleicht. Ja, du sprachst gerade an, dass der König von Thailand von den Menschen sehr geliebt wird. Und wenn ein König geliebt wird, ist es immer ein Zeichen, dass er in seinem Königreich gerecht herrscht, dass er etwas richtig macht. Du bist ja nun oft in Thailand und beobachtest dort auch das Königshaus. Was ist deiner Meinung nach der Zauber von dem thailändischen König, der von seinem Volk so geliebt wird? Das konsequente Vorbild. Er gibt seinem Volk durch das, dass er vorbildlich lebt, dem Volk den emotionalen Halt. Und seine vier Kinder machen auch eine sensationelle Öffentlichkeitsarbeit, wo die Aufgaben sehr genau verteilt sind und die sicherlich richtig schuften rund um die Uhr. Und deswegen ist auch der thailändische König für mich ein Vorbild, was liebevolles Führen bedeutet. Die Macht hat die Regierung, es ist eine Monarchie, aber es ist nicht so, dass da der thailändische König nichts mehr zu sagen hat. Also ich glaube, egal welche Gesinnung, ob kommunistisch oder demokratisch, das ist egal, Hauptsache königstreu zählt in Thailand. Also man kann es sich nicht vorstellen, aber in jedem Büro, in jedem Haushalt ist mindestens ein Foto vom König und von der Königin. Die Straßen sind voll mit Poster Long Live the King und er ist der amtsälteste König. Nun glaube ich so 60, 64 Jahre im Amt. Du sprachst gerade diese 63, Öffentlichkeitsarbeit des Königshauses an. Und diese Öffentlichkeitsarbeit, wie muss man sich die vorstellen? Ist es wirklich ein Königshaus, eine Königsfamilie zum Anfassen? Auf jeden Fall. Also er selbst ist schon ein bisschen älter, ist nicht so viel draußen, aber der Sohn ist sehr aktiv. Also soweit ich weiß, ist er auch oberster Befehlshaber der Militär und macht eine sehr intensive Arbeit. Also kann man echt nur den Hut ziehen, was der leistet. Die Töchter, die haben sich so die Aufgaben verteilt. Die eine ist sehr in dem Krankenhauswesen unterwegs, Gesundheit. Die andere besucht die ganzen Dörfer mit dem Hubschrauber und spendet Geld für die Schulen, um dass da Schulen gebaut werden. Und fliegt jedes Jahr hin und kontrolliert und gibt dann wieder neue Richtlinien. Also da sieht man, nicht nur delegieren, sondern kontrollieren wird dort gelebt. Und gerade an den Grenzbereichen ist auch sehr viel Armut. Und da geht die Prinzessin raus, ist zum Anfassen. Eine Botentruppe fährt dort mit dem Auto mit. Das heißt, wenn die Königin kommt, gibt es auch für alle
kostenlose ärztliche Untersuchung. Sie bringt Ärzte mit, werden kostenlose Untersuchungen gemacht und wie gesagt, wie die Projekte laufen, werden geprüft. Dann gibt es ganz viele Ehrungen, also es werden ständig Leute geehrt, auch mein Meister, Prachan Srivata Kokitichet, wurde, ich habe es noch genau geschafft, als ich am 2. Juni ankam, bin ich direkt in den Königspalast und er wurde für seine Sozialarbeit von der Prinzessin dort gekrönt. Die andere Prinzessin wiederum macht das, was wir tun. Also die macht Medienarbeit, die macht Talkshows und klärt auch das Volk auf und macht offenes Visier. Na. Du warst im Königspalast. Von wem hast du die Einladung bekommen? Von meinem Meister. Vom Meister? Ehrung, ja. Auch ja, durch was ist das Meister, für ein Gefühl, was man dann hat? Durch meinen Meister wurde ich auch damals nach Indien zu diesem Kongress eingeladen. Wir dann den Christ-Buddhismus sozusagen benannt und in die Erde gebracht haben. Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn man mit solchen Menschen zusammenkommt in diesem exklusiven Rahmen? Ja, also diese Rahmen, das sind so offizielle Ehrungsanlässe, da ist viel Behörde, viel Militär, viel Polizei. Also thailändisch ist sozusagen, hat sehr viele Uniformstrukturen. Von den Schulen, dann gibt es auch in den Dörfern so die freien Pfadfinder, dann gibt es so die freie Dorfpolizei, die organisierte Dorfpolizei. Also Thailand ist eigentlich sehr gut, alles durchstrukturiert. Ne? Also uniformell. Ne? Also mich als Designerin würde natürlich mal interessieren, was du zu so einem Anlass trägst. Gehst du da in Boxershorts, in Socken und Sandalen dahin und T-Shirt? Oder trägst du offiziell wie eine Uniform, Anzug? Schon. Oder? Also je nachdem, welche Persönlichkeit ich verkörper, kleide ich mich. Ja. Und einmal habe ich die Prinzessin draußen im Dorf getroffen, habe mich selber aber gar nicht geoutet und bin dann einfach mit der Simone in den Reihen und die Polizisten vom Dorf haben mich dann ganz vorne hingesetzt, dass es auch zum Gespräch kommen kann. Und da war ich ganz normal gekleidet. Jetzt hatte ich noch meine Reisekleidung an. Und da bin ich dann schon, dann erkennt man schon den neuen Adel. Wobei ich momentan als Adliger eher mit internationaler Königskluft reise, eigentlich wenige deutsche Elemente trage. Ich habe noch keine komfortable deutsche Königskluft gefunden. Wenn ich im Ausland bin, so die Kleidung wäre mir zu schwer. Ne? So mit der bayerischen Lederhose oder so. Naja, da kannst du aufs Oktoberfest gehen damit. Da musst du aber nicht da in Erscheinung treten. Ich denke, da hast du ja, passendere Bekleidungsteile im Schrank. Ja, also weil wir gerade beim Königshaus sind, beim Adel, nochmal zur Königsenergie. Königsenergie, ja, fürs neue Bewusstsein, auch für das Jahr 2012. Viele Zuschauer werden sich bestimmt fragen, Königsenergie, was ist da gemeint? Ist es jetzt ein neuer deutscher Herrscher, der hier das Volk beherrschen möchte? Oder geht es hier eher um die Königsenergie, die jeder einzelne Mensch in sich trägt und aktivieren kann, vervollkommnen kann, verfeinern kann?
um sein eigenes Königreich ordentlich zu regieren, ja. um auf dem Schiff des Lebens. Also als ich damals mit Kanaltelemedial durch den Ozean schippen zu können. Als ich damals mit Kanaltelemedial und der Lebensschule begonnen habe, habe ich natürlich die Qualitäten, die ich mir erarbeitet habe, mit reingenommen. Und Omrah Mikhail Eivenhoff hat schon gesagt, werde Herrscher über all deine Zellen, über deine Gedanken und Gefühle. Und die buddhistischen Mönche, ist es genauso. Die sagen, sie sind der König über ihr Herz. Mhm. Sie sagen, kein emotionales Attachment mit anderen, sondern ich bin selber ein König. Also da kommt das Thema Königsenergie schon mal auf. Dann habe ich festgestellt, als ich mich mit der Spiritualität befasst habe, dass das spirituelle Aufstieg auf zwei Ebenen läuft, entweder auf einer führenden oder auf einer geführten Ebene. Und als ich dann auf so unterschiedlichen Esoterikmessen war, da habe ich diese Sucher, die Leute, die sich für Esoterik interessieren, entdeckt. Und dann so Art Abfangjäger, diese Gurus, ne? Die dann sagen, okay, ich ziehe dich in mein Feld oder so. Das gab es dann. Und dann habe ich bemerkt, wenn Menschen sich in Deutschland zusammentun und sie haben ein spirituelles Interesse, werden sie automatisch angegriffen und als Sekte bezeichnet. Also es ist ein Automatismus. Das wird dann negativ belegt und egal welche Gruppe, ob sie noch so eine reine Absicht hatte, es gab viele Naturgruppen, die sich über Ernährung zusammengetan haben, sind in dem Moment als gefährlich angesehen worden und sind als Sekte angegriffen worden. Und Sekte ist, wenn ein Führer vorne da ist, und former Führer ist der Deutsche eh immer super zu triggern, ne? Also das Wort triggert schon gleich, davor hat man Angst, wobei Führung wichtig ist, denn nur so kann man Erfahrungen von anderen annehmen und sich vor unnötigen Fehlern schützen und bewahren. Also ich sehe Führung, an Führung nichts Negatives, sondern durch Führung kann viel unnötiger Schaden verhindert werden. Aber dieses Wort ist, so wie es dann noch mit Menschen zu tun hat, sofort negativ belegt. Dann denkt man an diese Zeit vom Krieg und so weiter. Und deswegen wird die Sache noch tiefer ergründet und gerade am Tag der deutschen Einheit. Mhm. Ne? Die deutsche Einheit, die liegt nicht zwischen Ost und West. Die deutsche Einheit, die wahre deutsche Einheit liegt in unserem Herzen, dass wir uns im Klaren sind, dass wir unseren Vater im Himmel haben und wir Söhne und Töchter dieses Vaters sind. Also, dass wir einen Vater im Himmel haben, das glaube ich schon, aber da muss doch auch eine richtig gute Mutter dazu gehören. Ja, das schon. Deswegen sage ich auch, das heilige königliche Bewusstsein hat natürlich auch diese beiden kosmischen Prinzipien, speziell jetzt im Wassermann-Zeitalter, muss man es halt eingestehen. Ihr Frauen übernehmt jetzt die Macht. Ne? Ihr kommt an die Macht, man sieht es. Das ist nicht zu verhindern. Das bringt der Zeitgeist so mit sich. Es ist nur wichtig, dass es mit dem richtigen Bewusstsein passiert. Und deswegen sage ich auch, das vereinte heilige deutsche Königreich, diese Lebensphilosophie, diese Weltanschauung, diese persönliche Naturreligion, heißt eigentlich nichts anderes wie für Vaterland und Muttersprache. Ne? Mit dem Recht auf Heimat. Und deswegen zurück zu unseren Vätern, zu unseren Zeugern, zu unseren Königen. Daraus die Kraft zu tanken. Und was ich nach meiner Krönung
erfahren habe, als man mich in den Adelstand gehoben hat, dass überall dort die Könige die Spiritualität gehütet haben. Und der Begriff Adel, dieser deutsche Begriff Adeln, das haben ja früher die Ritter gemacht. Mhm. Sie sind an den Tisch gesessen und sagen, wir sagen uns jetzt die Wahrheit ins Gesicht und wir reden uns nicht schön. Also das klassische Adeln und Edeln. Unter strengster Geheimhaltung wurde das. Der Orange-Table ist genau das Brechen. Es wurde nicht unter Geheimhaltung, aber letztendlich ist der Orange-Table nichts anderes. Den könnt ihr jetzt mal einblenden, wenn ihr die Chance habt. Der Orange-Table, nichts anderes wie ein Rittertisch, der nicht geheim gehalten wird, an dem geadelt wird und an dem auch Frauen teilnehmen dürfen. Weil, ja, das wenn war die, ja sensationell, ja, und, dass du da Frauen mit dran gelassen hast. An diesem Tisch dürfen auch Frauen sitzen. Und, aber man sieht, ich habe den Tisch immer geleitet und die neuen Frauen, die in meinem Königreich die Macht bekommen, müssen die, sich dir unterordnen. Nein, aber die sollten sich meinem Einfluss und meiner Weisheit nicht entziehen. Sie können dann selber schon entscheiden, was sie tun, aber sie sollten meine Weisheit vorher hören und sie zu Ende denken. Einfach zu Ende denken. Das möchte ich an alle Frauen appellieren. Lehnt die Weisheit von Männern nicht ab und hört sie euch an und denkt sie zu Ende. Hört nicht auf, bevor ihr es zu Ende gedacht habt. Entscheidet nicht auf Basis des Denkens, sondern auf Basis des ergründeten Wissens. Insbesondere bei dir, wie viele spirituelle Ausbildungen hast du eigentlich gemacht im Laufe der Jahrzehnte? Eine. Und bist zu so hoher Erkenntnis gekommen? Ja, also diese lebe ich seit aktiv 12 Jahren in jeder Minute. Also für mich ist das nicht getrennt, dass ich jetzt sage, ich habe eine schamanische Ausbildung oder eine buddhistische oder eine kabbalistische, sondern auch spirituell ausbilden finde ich gar nicht so wesentlich. Spirituell heißt für mich nur lebensbejahend. Rein lebensbejahend, wo ich sage, ich stelle mich in den heiligen Strahl des heiligen Bewusstseins. Das ist für mich alles. Ja, was man dann meint, was in dieses Wissen reingeht, ist eher ein esoterisches Wissen. Wobei ich die Esoterik auch der Begriff oft negativ belegt ist. Ich sehe ihn nur als Erforschen meiner selbst. Also was ist mein Herz, was ist meine Seele, mein Geist, mein Verstand, mein Intellekt, mein Verstand. Diese Begriffe, wie die ineinander funktionieren, was in mir geschieht, das zu erforschen, das ist für mich Esoterik. Und die andere Welt, die klassische Exoterik, das ist die Wissenschaft im Außen. Und ich verstehe unter Esoterik die Wissenschaft des Inneren. Und unter diesem Blickwinkel lasse ich mich auch gern als Esoteriker bezeichnen. Oder so wie ich studiert habe, sehe ich mich auch als Einweihungswissenschaftler. Mhm. Man sagt ja Thomas, der Ungläubige. Also ich habe erst mal, was sagt denn hier die katholische Kirche, was sagt die evangelische Kirche, was sagt der Buddhismus? Was sagt die Huna-Wissenschaft? Was sagen die Teutheken? Was sagt die Kabbalistik? Was sagt Omram Michael Ivanhoff? Habe ich alles mal so abgeglichen. Aber verschiedene Sachen sind dann immer gleich. Ja, heiliges Bewusstsein, also findet man im Schamanismus, findet man in den Religionen, in den großen Weltreligionen. Wann, Angela Ellen, ist das heilige Bewusstsein abgeschnitten? Wann das heilige Bewusstsein abgeschnitten ist, ja. Wenn man sich vom göttlichen Plan entfernt hat. Ja, genau. Aber was ich oft feststelle, warum ich es angesprochen habe, wenn der Materiegeist sich mit einem anderen
Materiegeist verschmilzt und nicht der Materiegeist vom Heiligen Geiste geführt wird. Beziehst du diese Verschmelzung auf die Astralebene? Die sehe ich nicht nur auf der Astralebene, sondern auf allen Seinsebenen. Und die sehe ich generell aus dem kosmischen Prinzip raus. Aus dem männlichen. Also da musst du ja einen Blick haben, der aufgefächert ist wie ein Prisma. Auf jeden Fall. Musst du ja über allen stehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wundert mich eben, dass so ein Geist, so ein hoher Geist dann auf der Erde noch wirkt oder wirken darf. Das zeichnet es aus, was die telemediale Lebensschule ausmacht, was meine Arbeit ausmacht. Ich bin sehr dankbar, dass ich den Rückhalt der buddhistischen Mönche und vieler anderer Meister habe. Aber es geht eben jetzt diesen Spirit im Business, diese 2012-Generation, das heilige Bewusstsein in die Realwelt zu bringen, in den Alltag, Ja, wie in willst du the das real machen? world. Mache ich ja jetzt schon mit dir. Läuft doch im Moment. Das ganze Team arbeitet intuitiv. Also du arbeitest über die Medien, erstmal aus mir das raus. Fernsehen, also generell, aus dir raus. Ich tue es in jeder Sekunde meines Lebens. Ich strahle es aus und telemedial ist ansteckende Gesundheit. Ja, ich wollte jetzt frech sein. Ich wollte jetzt fragen, ob du da auch Visitenkarten verteilst. In welcher Form? Naja, ich bin von telemedial, ich bin der Erfinder von telemedial. Ich teile Visitenkarten aus. Wieso soll ich Visitenkarten austeilen? Das ist ja so sonst so üblich. Ich habe ja auch gefragt, musst du nicht so auf die Goldwaage nehmen, Frage. So am Rande. Ja, auf alle Fälle. Meine Visitenkarte ist mir ins Gesicht geschrieben. Auf alle Fälle hast du recht. Danke, Frau Richter. Königsenergie. Königsenergie. Ja, von jeder Person. Was hast du für eine Empfehlung für jemanden, der von Königsenergie überhaupt noch nichts gehört hat? Wie kann der Mensch oder die betreffende Person am besten Verbindung zu seiner eigenen Königsenergie aufnehmen? Gerechtigkeit. Über Gerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Selbsteingeständnis. Solange es Lebewesen gibt, wird es Hierarchien geben. Das können wir nicht vermeiden, weil die Menschen unterschiedlich viel Lebenserfahrungen und Inkarnationen haben. Und ich muss einfach sehen, ob ich noch ein kleiner oder schon ein großer König bin. Die Größe eines echten spirituellen Königs. Ich habe bisher noch keine bessere Formulierung gefunden. Es kann sein, dass es bessere gibt, aber ich sage, so viel Verantwortlichkeit, wie man mit Leichtigkeit tragen kann, zeichnet die wahre spirituelle Größe eines Menschen aus. Wer sich leistet, nach dem Motto der katholischen Kirche, sei genügsam und man lebt dann den Wohlstand der Armut, ne? Ja, und man ist Aschenputtel, ne? Und man lebt die Armseligkeit auf alle Ebenen, ne? Also auch seelische und geistige Armseligkeit, nicht nur materielle. Wobei viele vielleicht sehr materiell sich reich fühlen, aber ich sehe sie dann als
seelisch und geistig sehr arm. Ne? Man ist materiell und geistig sehr reich, aber eben seelisch sehr arm dran. Ne? Aber dann gibt es ja auch das andere Extrem, ja, wo sich der Mensch schon als König fühlt, vollständig erschaffen, mit übersteigerten, gezüchteten Selbstbewusstsein. Mhm. Ja, das ist eben, ob diese Menschen sich je erkennen, schwierig. Mhm. Ob wir die verändern können, weiß ich nicht. Es geht nur der Mensch, der für sich entscheidet, zu bemerken, dass er sein eigenes Leben leben will. Und er sagt, ich habe keine Lust mehr, die Idee anderer Menschen zu leben. Also ich lebe nicht mehr die Idee anderer Menschen, aber ich lebe vielleicht doch die Idee der Meister, die mich führen und mir wiederum diese Ideen eingeben, das umzusetzen. Das sehe ich mich auch nur als Werkzeug. Naja. Das Einzige, was ich sage, was ich mich von der Masse unterscheide, ich habe den Weg des Schicksals verlassen und bin jetzt auf dem Weg der göttlichen Absicht. Mhm. Ne? Heißt, mein Talent, meine Gabe habe ich dem Himmel geweiht und setze das im Gottvertrauen um, was ich tue, und glaube an das Unmögliche. Ne? Naja, du hast dich ja schon vor Jahren entschieden, dich nicht von anderen Menschen leben zu lassen, sonst wärst du ja auch nicht Unternehmer geworden. Ja, das schon. Hm. Und da muss ja damals schon ausreichend Königsenergie in dir gewesen sein. Ja, aber nicht so bewusst wie heute. Heute weiß ich, dass die Erlösung Deutschlands die Königsenergie ist. Mhm. Und zwar nicht Deutschlands, der BRD GmbH, sondern Deutschland, der deutschen Nation aus seinen Vätern. Viele, 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 viele gute Deutschen sind ins Ausland gegangen und haben es hier nicht mehr ausgehalten, in dieser Mangelwirtschaft. Und ich lade jetzt alle ein, mit mir gemeinsam alles diesem heiligen Königreich zu weihen, um für Gott, fürs Vaterland, unserer Nation eine neue Erde zu geben. Wenn sie gerade auch physisch keine Erde hat, es gab schon andere Völker, die hatten auch keine physische Erde, so haben auch wir Deutschen, wo ich mich zu 50% auch dazu zähle, im Ausland auch keine Erde, können sie wir wenigstens auf der Astral- und auf der Mentalebene und auch auf den hohen geistigen Ebenen kollektiv gemeinsam leben und eben das heilige deutsche Königreich, was ich gegründet habe, ich sehe mich da nicht als Herrscher oder Besitzer, deswegen sage ich, mein Grund ist meine Krone. Ich habe es gegründet, dass dieses Königreich, das kommt vom Himmel, das steigt von oben ab. Die anderen Königreiche sind über die Materie erstanden. Man hat ein Land erobert und einer stand oben dran und sagte, ich herrsche. Und dann wurde es halt so abgelaufen. Die Menschen waren noch primitiv. Sie waren auch früher gar nicht, glaube ich, anders zu führen. Aber heute heißt es neue Bewusstsein, liebevoll führen, anstatt gewaltsam zu unterdrücken. Du, ich kann mich erinnern, wir hatten vor einigen Jahren mal eine Sendung zusammen gemacht und da ging es um das Urdeutsche. Kannst du dich an die Sendung noch erinnern? Wir hatten damals auch schöne Hinweise bekommen von unseren Zuschauern, wir hatten uns E-Mails geschrieben. Mit dem Kern, ja. Was eigentlich der Kern des Urdeutschen ist. Der German, der Seed, das Korn. Das Korn, das genau. Urkorn, das Mutterkorn. Das Mutterkorn, wo man eben aufpassen muss, dass das Mutterkorn nicht von einem Pilz befallen wird. Und dieses Mutterkorn, wenn es eben befallen ist von diesem Pilz, da muss jeder Mensch aufpassen, dass er nicht in die Äpfel fällt. Die Äpfel fällt. Sonst
ist das Erwachen dann danach wahrscheinlich in einem anderen Bewusstseinszustand. Und mit dem Urdeutschen hat es ja auch damals etwas zu tun gehabt, was uns die Zuschauer zugespielt haben. Das Bier, die Gerste, die Reinheit, das Reinheitsgebot. Hängt alles damit zusammen. Ne? Sauberkeit, ja. Die Eiche als Baum steht ja auch für die Deutschen fest wie eine Eiche, stark ja. Wie eine Eiche. Das waren alles so Inspirationen, die uns die Zuschauer ja, zum Urdeutschen geschickt genau. Haben. Ja. Und da weiterhin noch zurück, wieder oder von diesem Germanen, von diesem Kern, ne, wo man ja sagt, oder in Bayern ist ja das Biertrinken noch Grundnahrungsmittel. Der Deutsche ist wirklich der Einzige, dem das Bier bekommen kann. Aber zwischenzeitlich haut es auch nicht mehr hin, ne, weil das alles so verwässert ist. Die Germanen, das waren halt wirklich nochmal richtige Leistungstrinker. Und die hatten eben diese Kraft und die haben sich ja wohl, haben wir ja auch in der Sendung, wenn die sich dann getroffen haben, die Stammesälteste, ne, dann haben die sich jeder einen Mutterkorn eingeworfen. Und wenn die nicht genug dazu gesoffen haben, hat es zu viel Kraft gekriegt und bist gestorben. Also mussten die praktisch die Droge mit Bier, mit Met verdünnen, um das Ganze zu überleben. Und so haben die ihre Begrüßung gefeiert. Und die überlebt haben, die haben entschieden. Ne? Mhm. Da müsste eigentlich auch der erste Urgermane normal ein Schwabe gewesen sein. Ne? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Urgermane ist bestimmt ein Sachse gewesen. Kann ich mir nicht glauben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Ich glaube, dass der Sachse der Stiefsohn des Schwaben ist. Ja, das müsste man noch aber, mal genau herausfinden. Haben die Sachsen und die Schwaben zum Thema Heimat einen sehr lieblichen, ausgeprägten Dialekt. Ja. Ne? Und da geht man nun gar nicht. Ne? Ja, sächsisch. Ja, das sächsisch. Kannst war du ja, ein bisschen sächsisch reden? Ja, ich ganz war, ja war ja früher war eine Hochsprache. Hm. Nochmal. Nochmal. Ich mache jetzt so Schwäbisch und du Sächsisch. Ja, Sächsisch war früher eine Hochsprache. Und es ist auch in der jüngsten Vergangenheit. Aber du bleibst jetzt im Hochdeutsch. Ja, also weil ich lebe im Hochdeutsch. Und ich muss dir auch sagen, der Trend geht eindeutig zum Hochdeutsch. Ja, liebe Zuschauer, es ist so, der Trend geht zum Hochdeutsch. Ja, deshalb ist es auch wichtig, also die Urdialekte zu pflegen, nicht, dass die einmal verloren gehen. Mhm. Es wäre gut, wenn man im Dialekt CDs mal produziert, damit man in 100 oder 200 Jahren da nochmal reinhören also kann, was sich da Musiker, alles verändert hat. Ich als Musiker kann meine Songs im Dialekt viel besser zum Ausdruck bringen, viel mehr im Herz sein im Dialekt. Ich sehe das Hochdeutsch als meine männliche Seite. Rational, Business, Geschäft, Klarheit, Philosophie, Einweihung, exzellent. Die Reinheit der deutschen Sprache, des Hochdeutschen, ist eine eigene Einweihung, also wunderbar. Aber wiederum das Weibliche, die mütterliche Seite, die Heimat, der Dialekt, das ist einfach die Herzsprache. Ja. Das ist. Ja, man das sagt ist die ja. Intimität ja. Zu Hause. Ne, warum soll ich daheim? Da kommt nicht häufig. Ich merke auch, wenn ich in der Dialekt gehe, bin ich mehr im Herz. Wenn ich ins Hochdeutsche gehe, da ziehe ich hoch. Ne? Mhm. Und ich finde, man muss aufpassen, dass man im Herz bleibt. Begnadeter Hannover, Ruhrgebiet, Hamburg, obwohl die haben auch hier Plattdeutsch, ne? Da ist ja auch wieder das Platt drin. Ne? Aber sonst die, wo die reine deutsche Sprache leben, aus dem Herzen, ich glaube, da ist auch viel Königsenergie drin.
Ja, also das Hochdeutsch, wo eindeutig der Trend in Zukunft hingeht zum Hochdeutschen, es ist ja eine Kunstsprache. Und wenn man diese Kunstsprache also veredeln möchte, muss man sehr viel daran arbeiten, sehr viel üben, Exerzitien machen und dergleichen. Und man sagt ja, bei der Sprache oder der Dialekt hängt zusammen, also nicht mit Intellekt, wie es oftmals dargestellt wird. Ja, die spricht Sächsisch, und dann ist sie blond, dann ist sie noch doof dazu. Der Dialekt hat nichts mit Intellekt zu tun. Dialekt hat was zu tun mit Herkunft, wie wir es schon also in diesem schönen Musical von dem Musical her kennen, My Fair Lady, wo der Professor nun krampfhaft daran arbeitet, aus einer jungen Angestellten eine Hofdame zu machen und mit ihr also das sehe ich alles nicht so. Trainiert, erfolgreich. Nee. Also, das Ergebnis von Schwäbisch heißt Porsche, Mercedes, Bosch, Kercher. Ne? Das sind einfach die Ergebnisse. Also, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Die Ergebnisse von Sächsisch ist auch bei uns in Sachsen in der Wirtschaft zu sehen. Ja, also ich möchte das Lange nicht unterstellen. Lange und Söhne, Wend und Kühn. Ja. Kenne ich alles nicht, höre ich zum ersten Mal. Ja. Lange und Söhne machen Uhren. Ja. Ja. Ja, Wend also und Kühn machen Engel, weltbekannt. Engel? Ja. Oder Rot und Rau. Auch weltbekannt. Also, es hat geht schon mehr im Kunstbereich dann. Mit ja, Kunst, Präzision. Präzision. Das prägt uns eigentlich alle, oder auch den Schweizer, die Präzision. Ne? Der scharfe Verstand, die Präzision. Und eben das ist auch wieder ein Teil der telemedialen Lebensschule, wo ich sage, trainier dich weg von der gesellschaftlichen Konditionierung. Lass mal alles, was ich gehört und mach, was dir Spaß macht. Mhm. Komm zurück zu deiner Wildheit, zu deinem eigenen Leben. Und von dir selbst zieh dann in die Präzision hoch zur Königsenergie. Dass du zentral selbst in der Mitte, es um dich geht und dass du nicht die Idee anderer lebst. Was glaubst du, wie wir schon in der Schule konditioniert werden, wie wir Dinge zu betrachten haben? Es geht vielleicht gar nicht erst in der Schule los, bestimmt schon im Kindergarten. Ja, alles. Aber wir sind trainiert, wie wir Dinge zu betrachten haben. Und versuch's erstmal, die gewohnten Betrachtungsweise zu lassen. Versuch mal, die Disziplin als guter Deutscher gezielt Fehler zu machen. Gar nicht so einfach. Unsere Perfektionsdrang, unser Leistungsdrang setzt uns immer wieder auf die Schiene. Kannst du dich noch an eine Konditionierung aus der Schule erinnern, die dich besonders geprägt hat? Ja, dass das Lernen, dass einer vorne steht an der Tafel und dass das, der herrscht auch, der guckt auch noch gleich Verordnung. Und es geht von der Tafel nach A und B und es wird berieselt. Und der es versteht, versteht, und der nicht versteht, versteht nicht. Es wird einfach berieselt und das, was hängen bleibt, bleibt hängen. Und dann gibt es bessere oder schlechtere Pädagogen, die sich auch um Schwächere oder Stärkere kümmern. Letztendlich ist es da nur eine Leistungskonditionierung, wo reingepaukt wird, wie es dem Menschen dabei geht, wie der sich fühlt. Das interessiert kein Schwein. Ob dem Kind gut geht, wenn dem Mathe lernen muss oder nicht, ob es dem Scheiße geht, völlig egal. Der Stoff wird gnadenlos durchgezogen, absolut unmenschlich.
Und ob es in der Natur des Menschen steht, diesen Stoff wissen zu müssen oder nicht, interessiert kein Schwein. Der kann im früheren Leben schon ein Diplom-Mathematiker gewesen sein, der hat keinen Bock, das nochmal zu lernen. Der braucht es nicht, der will dann halt Kunst lernen. Und deswegen der Leistungsdruck, die Lernkonditionierung von vorne nach hinten, ne? Also von der Tafel in die Schulreihe, die Guten sitzen vorne, die Streber vorne und die nichts nutzen hinten, lauter solche Dinge. Ne? Ich sag mal, normal kann der Lehrer auch im Zentrum stehen und alle sitzen drumherum und der Lehrer spricht in den Kreis und man erkennt dann, den einer interessiert es nicht, den schickt man dann weg, der darf halt dann seitdem was anderes machen. Die Harmonisierung der linken und rechten Gehirnhälfte im Menschen ist überhaupt nicht gefördert. Also wenn durch den Leistungsdruck in der Schule die linke rationale rechte Gehirnhälfte extrem strapaziert gefördert wird, die linke verkommt eher, ne, kriegt keinen Raum, wird unterdrückt, wird ja praktisch der Suchtbrauch automatisch gefördert, weil ein Defizit da ist. Also greift schon zwangsläufig alles zu den Zigaretten und zum Alkohol, um das Defizit dann auszugleichen. Und dann habe ich wieder die Stütze von außen. Also ich gebe der Lernkonditionierung mit die Hauptschuld, wie es von den großen Professoren, Direktoren und Kultusministerien vorgegeben wird, da ist schon die Domestizierung so stark, dass man sich nicht wundern muss, wenn künstlerisch talentierte Kinder dann zu Drogen greifen oder auch gar nicht darauf geachtet wird, ob der Mensch spirituell ist oder nicht. Das wird alles nur reingesetzt und drüber gekämmt und wir haben doch eine diktatorische Planwirtschaft mit dieser Lernkonditionierung. Ne? Also das zum Unterschied, wie ich telemediale Lebensschule lebe. Im Alltag. Ja, aber wie soll denn jetzt ein Mathelehrer, der jetzt ein ordentliches Studium gemacht hat, wie soll denn der selbst das Studium jetzt, ist doch Lernkonditionierung. Wie soll denn der das jetzt rauskriegen, dass jetzt sein Schüler im früheren Leben ein Talent im Malen oder so? Auf der so. Ebene kann man gar nicht ansetzen. Das geht doch gar weil nicht. Weil der Lehrer doch auch nur auf einem Programm sitzt. Genauso wie die ganzen Journalisten an der Uni auf dem Programm sitzt. 95-98% der Journalisten, meine lieben Brüder, wisst nicht, dass ihr getriggert, konditioniert und von irgendeinem Instrument gesteuert seid. 99% der Journalisten denken, sie rennen für sich. Dabei rennen sie nur für einen Tentakelfühler des globalen Parasiten durch die Gegend. Ne? Sie wissen es nicht. Was ist denn ein Tentakelfühler? Tentakelfühler? Das kannst du dir vorstellen. Stell dir den globalen Parasiten vor wie eine Krake, ne? Die schwebt über unserer Erde. Also ein Fangarm, Tentakel, Fangarm hier. Genau. So. Und dieser Tentakel, ne, der geht dann sozusagen auf die Nation rein. Das ist der große Arm. Da hat er dann noch seine einzelnen Finger, seine Fühler. Ne? Mhm. Und an den Fühler vorne hat er noch diese feinen Noppen. Ne? Mhm. Das ist der Journalist. Die Saugnoppen. Ja, genau, also ganz saugt. Vorne dran. Ne? Mhm. Also das kann man sich da so vorstellen. Na, erst der dicke Arm, dann kommen diese ganz kleinen Fingerchen und dann noch die Saugnoppen. Und dieser Saugnoppe entspricht so einem Journalisten. Mhm. Der denkt, er ist so selbstständig und so souverän, und er geht seinem eigenen Interesse nach, das er ergründet. Die werden alle gecheckt und auch, wie die ausgebildet werden, wie sie zu interviewen haben, wie sie fragen dürfen, um sich natürlich auch vor Angriffen zu schützen. Sie müssen natürlich auch aufpassen, ne? Mit der journalistischen Aufbildung, wie Journalisten Politiker fragen dürfen. Ne? Und ohne Fernsehlizenz darfst du gar keinen Politiker interviewen. Ne? Du sag mal, kennst du so eine Saugnoppe? Hä? Ob du so eine Saugnoppe persönlich kennst? Viele, ich hatte einen Fernsehsender. Ja, ich kannst du deinen Namen nennen? Tue ich nicht. Warum nicht? Ja, wieso? Also mich hätte das mal interessiert, wer da so eine Saugnoppe ist.
Ich sag dir, 99%, das ist auch keine Quellenbehauptung von mir, sondern ich habe das bei Don Miguel Ruy in den vier Versprechen gelesen, der mit Leuten geredet hat. Und da habe ich die Information, also das ist keine Eigenbehauptung von mir. Und das ist ganz normal. Das eigentliche journalistische, gute Dinge zusammenzuführen, dass was Neues entsteht, das ist doch nicht modern. Ja. Guck mal, die Medienschule mit Weida. Na, da hat mich diese Dame angerufen, hat mich schön interviewt. Und wir haben auf unserem Kanal Telemedial 1, ist das Original. Und dann kann man mal draus gucken, was eine Medienschule draus macht, wie man dann meine Person darstellt und was da noch original ist und was die Stimmung aus dem Interview ist und was dann als Profil rauskommt. Also es ist nur die Verwertung des Gegenübers. Und das Gegenüber kann sagen, was es will. Es wird in einen Rahmen gepackt und kriegt eine Stanze und eine Richtung und fertig. Aber es ist für mich absolut kriminell, was da auf diese Weise gemacht wird. Es ist die Schändung einer Seele. Es ist die Schändung eines Geistes und die Schändung einer Seele, diese Art Journalismus. Wie ist denn das Interview da mit dir abgelaufen? So in Augenhöhe, wie es zwischen uns beiden ist? Nein, nein. Also es ist natürlich eine Studentin, die lernt und sie war sehr respektvoll mir gegenüber. Und ich habe sie als Fernsehchef, der ja auch ihr Chef sein könnte, habe ich sie sehr liebevoll, väterlich geführt. Habe ihr auch gesagt, wie sie mich ansprechen darf und behandeln soll. Hat sie auch ordentlich gemacht. Und auch manchmal führe ich dich ein bisschen im Interview. So war es da auch. Und es war ein schöner Ausgleich trotzdem. Aber was dann in dem Interview im Endeffekt rauskam, hatte nichts mehr mit dieser Sache zu tun. Es war ein Telefoninterview? Es war ein Skype-Interview. Das Skype-Interview? Ja, von Thailand aus. Und was dann auch noch zu bemerken war, als ich dann das ganze Interview, wie es war, mit eingestellt habe und wir haben noch dann auf der Seite von Mitweida geguckt und haben das Foto von der Journalistin, von der Jungen mit eingeblendet, hat sie mal gleich gesagt, das will sie nicht und hat aufgefordert, das Foto rauszunehmen und hat mich gleich ihre Rechte belehrt. Ne? Wir haben das Foto dann auch unscharf gestellt, dass man sie nicht mehr erkennt. Aber das sieht man. Du rufst, wirst angerufen. Man sagt, wir interessieren uns für sie. Und du gibst das Vertrauen dieser Person. Und eine andere Person spricht es dann, also von der eigentlichen Person, die mich interviewt hat, war nichts mehr zu hören. Hat sie aber auch gleich von vornherein gesagt, dass sie da mit einer Voice Station arbeiten. Ne? Und dass das Ding nicht 20 Minuten lang ist, wie wir geredet haben, sondern nur 3-4 Minuten, hat sie auch gesagt. Ne? Aber letztendlich war es ihr dann so, hat es ihr nicht gefallen, dass das, was im Original war, veröffentlicht wird. Da fallen den Leuten dann die Rechte ein, um das Original, die Wahrheit zu verhindern. Ne? Das funktioniert erst rein. Da muss man dann sofort funktionieren, sagen Foto raus, also wer steht da wirklich dahinter? Dieses Recht kann man schützen, aber irgendeine anonyme Stimme kann irgendeinen Scheißdreck dann über mich erzählen und einen eigenen Text wieder über meine Worte drüber basteln. Also alles kriminelle Scheiße, was man den Leuten an der Universität beibringt. Sie werden gezüchtet, die Menschen auf kriminelle Weise in die Seele zu fragen, mit Methodiken, mit dem Vorwand, für die Öffentlichkeit zu fragen, stehe ich ja nicht selber da, sehe ich, dass die meisten Menschen gar nicht realisieren, wie sie auf journalistische Weise zu skrupellosen Spitzeln werden, wo irgendwas aufgestöbert wird, wo ich eine heilige Arbeit mache,
aufgestöbert und dann misshandelt und geschändet wird. Im Wort. Ne? Und das läuft aber in diesem Bereich als ordentliches Handwerk und normal. Ne? Nun ja, also ich habe auch schon mit Absolventen von der Medienschule mit weitergearbeitet. Mhm. Und ich muss es einfach mal den Absolventen oder Studenten ein bisschen nachsehen, dass viele mit dem Berührungsthema Spiritualität große Schwierigkeiten haben, ja, und sich dann auch dementsprechend sperren. Und ich nehme an, die Studentin oder die Person, die mit dir ein Interview geführt hat, hat daraus mehr einen gestalteten Beitrag gemacht. Ja, ja? Genau. Und diese gestalteten Beiträge, diese Kunst zu beherrschen und diese gestalteten Beiträge auch sehr gut zu bringen, ja, das ist letztendlich dann das Brot der Absolventen der Medienschulen, ich weiß, ich um ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so und Fernsehen eine Anstellung zu bekommen. Das ist das Handwerk. Und das sage ich eben, es gibt und wir brauchen dringend solche Leute wie dich, die spirituelles Wissen verbunden mit journalistischem Wissen richtig kanalisieren. Nämlich, dass du aufpasst, dass du nicht meine Intimsphäre verlässt, mich nicht nackt machst, mich nicht bloßstellst, sondern wenn ich zu dir in die Sendung komme, mich als Gast mit deiner spirituellen feinen Antenne schützt. Und eben, das ist überhaupt nicht modern. Dieser Bereich des heiligen Bewusstseins in der Kommunikation ist leider an der Universität null existent. Und die Leute haben nicht mal die Idee zu entscheiden, ich werde journalistischer Moderator oder spiritueller Moderator. Es gibt gar keine Alternative. Wir hier sind die einzige Alternative. Und selbst wir sind in der Selbsterforschung, weil wir haben keine Vorbilder. Ja. Wir haben keine Vorbilder. Ich finde, es ist aber trotzdem, es ist wirklich ein Kompliment gewesen, dass die Medienschule mit weiter dich gefragt hat, ob du zu einem Interview bereit bist. Generell, Das zeigt doch, dass du als Person, die in der Öffentlichkeit steht, auch in den Medienschulen Interesse weckt. In allen. Und dass du in allen Medienschulen bin ich interessant bist. Als nicht nur interessant, sondern auch das absolute Negativvorbild, wie man Fernsehen besser nicht macht oder wie Geld den Charakter versaut, ne? Wird diskutiert an den Unis. Also ich höre immer wieder, dass es schon, wenn mein Name fällt, in Universitäten schon beinahe mal Schlägereien zwischen zwei Gruppen gegeben hat. Na, weil die weil einen du eine eben Person bist, die polarisiert? Ja, nein, ich polarisiere überhaupt nicht, sondern ich spiegel alles und die aufgestellten bereits Polarisierungen sind da, wo die Ordnungen nicht da sind. Wo hat man da eine Grundlage? Kein Fernsehsender, ob es eine ARD oder ein ZDF ist, hat den Mut, mich in eine Sendung zu holen. Ja. Ne? Das Rückgrat hat doch keiner. Hat doch jeder Angst, dass er seinen Job verliert. Ne? Du musst aber auch eines sehen, oder ich sehe dann eines noch. Viele würden gerne das tun, was du tust und tun kannst. Und die anderen haben eine jahrelange harte Ausbildung hinter sich, bekommen dann keinen Arbeitsplatz oder haben das Geld nicht. Ja. Und das ist eben, das ist eben, sind diese beiden Fronten, die aufeinander treffen. Ja, und da kommen wir, den haben wir auch unter deinen Kollegen damals erlebt beim Fernsehen. Früher haben die alle ihre Karten zu Hause gelegt und das Geld unterm Tisch kassiert, ne? Und als dann das Geld offiziell sein sollte auf Kanal Telemedial und Wettbewerb kam, gab es viele spirituelle Menschen, die aus Liebe zum Beruf und zur Berufung über Leichen gingen. Ne? Mhm. Und eben, das ist eigentlich das, was mich von allen unterschieden hat. Mhm.
Ich habe in meiner Wildheit es mir geleistet, das zu tun, was ich tat. Und das bin ich heute noch froh drüber. Und so ist es genau richtig. Ich habe dort ein Vorbild geschaffen, früher oder später. Wie du schon erkannt hast, die Universitäten, die Jünger der Universitäten, die befassen sich damit. Sie spüren, da ist was, wo wir nicht wissen. Und irgendwann wird man auch mich hören wollen. Also dieser Blickwinkel, der ist nicht existent. Dieser Blickwinkel, den ich gerade angesprochen habe zum Thema Lernkonditionierung, ist nicht existent. Es sollte doch wenigstens das Interesse bei einem Journalisten oder Medienausbilder, der sagt, ich will öffentlich mit der Öffentlichkeit arbeiten, öffentlich berichten, sollte er doch wenigstens sich selber prüfen, bin ich getriggert oder nicht. Aber sie sind so super gescheit, ne? Hochintellektuell, Abitur ausgebildet und sie merken nicht, was sie tun. Sie bemerken es nicht. Und ich freue mich auf den Moment, wenn die in der Universität, so wie es vielleicht die getrennte Toilette eingeführt wurde für Männer und Frauen, so braucht man vielleicht auch mal das Unterscheidungsvermögen zwischen wahrhaftigem Journalismus und Lügejournalismus. Ne? Aber das ganze Lernsystem ist nur aufgebaut, wie der Lügenjournalismus sich erhält. Es ist komplett weltweit aufgestellt. Und da sind sich alle sicher. Das ist ein komplettes Ding. Das war aber schon zu DDR-Zeiten so. Ja, überall. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine sehr, sehr weise Kollegin. Also nicht nur mit weißem Haar, sondern auch in sehr gebildet. Sie war auch sehr spirituell. Und sie hat eine Erfahrung gemacht. Sie sagte, es wird immer so gemacht, wie es gebraucht wird. So war es vor dem Krieg schon und so war es nach dem Krieg schon. Und das hat mir an für sich damals sehr, sehr die Augen geöffnet, weil sie eben durch ihr Können auch unabkömmlich in ihrem Berufsbereich gewesen ist. Sie war eben unabkömmlich. Sie hatte was mit Zahlen gehabt. Also wenn sie über eine Grundsatzentscheidung mit den Augen drüber ging, wusste sie etwas, was die anderen nicht wussten. Sie konnte schon sehen, ob diese Investition erfolgreich wird oder nicht. Und sie hat wirklich damals mir da die Augen geöffnet und gesagt, es wird gemacht, wie es gebraucht wird. So. Und so ist es mit Sicherheit schon immer in der Menschheitsgeschichte gewesen. Genau, und das tun wir jetzt auch. Und wir machen das jetzt so, auch. Wie wir es brauchen. Ich mache das jetzt genauso. Wir machen es so, wie wir es brauchen, wie es gebraucht wird. So machen. Und das nehmen wir jetzt auch. Wir machen es so, wie es gebraucht wird. Ja, und? Wir machen es so, wie es gebraucht wird. Meinst du jetzt uns, oder? Also. Das war ja nun auch, ne, in Anführungsstrichen. Ja. Und das schließt natürlich uns nicht aus. Damals, als vor 2-3 Jahren, gab es eine Situation, wo über jede Kleinigkeit von mir in den Medien berichtet wurde. Und dann wurde auf einmal über dieses Thema überhaupt nicht berichtet. Und ich habe dann darüber berichtet, warum man nicht darüber berichtet. Und habe dann eben zu den Journalisten, die normal immer ganz genau gucken, auch was wir auf unserem Streaming-Kanal machen, und darüber ganz genau berichten, obwohl ich eine ganze Sendung, eine ganze Woche lang darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sie in der Öffentlichkeit was Großes übersehen haben. Ne?
nämlich dass eine Klage gegen mich eingereicht wurde von der Staatsanwaltschaft. Darüber wurde auf einmal nicht berichtet. Und dass 6 Wochen später die Klage zurückgewiesen wurde, wurde auch nicht berichtet. Und ich habe dann praktisch eine Woche gestichelt und gestichelt. Ne? Da gibt es einen Journalist, der jetzt mal darüber berichtet. Und warum berichtet da niemand? Und ein halbes Jahr später ruft mich dann ein Journalist an und sagt, kürzlich, ein halbes Jahr später, ist Ihr Verfahren ein halbes Jahr verjährt und dadurch sind Sie freigesprochen oder so ähnlich. Ne? Da hat man es eigentlich genau gesehen, was ich meine. Es gibt nicht einen Journalisten in Deutschland, der irgendwo ist, der den Mut hatte, darüber zu berichten, wenn keine Parole draußen ist. Wenn die Parole ist, jetzt darf man über ihn schreiben, dann wird alles geschrieben. Und wenn nicht, ist alles dicht. Und mich anzurufen, war keine Aktion von irgendeiner jugendlichen Studentengruppe, sondern wurde ganz genau gezielt von oben eingekippt, um mich zu interviewen und dann in diesem Format zu positionieren. Genauso mit den klassischen Triggersätzen gegen meine Person. Ging es da um die Beschwerde, die die Medienaufsicht in Österreich erhalten hat? Ja, auch. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Möchtest du darüber sprechen? Jetzt nicht. Ich denke, okay. Jetzt sollen wir eine Pause machen. Ja, machen wir eine Pause. Machen wir nach der Pause weiter. Ja. Also, liebe Zuschauer, bei uns geht's gleich weiter. Wir machen jetzt eine Obstpause. Gönnen Sie sich auch was Genüssliches. Bei uns geht's gleich weiter. Bis dann. Tschüss. Thank you.